Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast. Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil bei Stockfish Records mit Günter Paula. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dieser zweite Teil soll ein bisschen technischer werden als der erste, hatten wir schon angekündigt. Und starten wir vielleicht einfach mal so ein bisschen mit eurer Aufnahmetechnik ein. Was habt ihr denn hier überhaupt am Start? Wenn ich jetzt als Künstler hier reinkomme, was erwartet mich denn? Wo muss ich hin? Welche Aufnahmeräumlichkeiten gibt es? Was steht hier an? Wir haben also drei Studios, die grundsätzlich anders sind. Einmal das Aufnahmestudio, wo wir jetzt gerade sitzen. Mhm. Das ist der Aufnahmeraum, der auch eine akustische Vorbereitung hat. Und dann haben wir ein Disc-Cutting. Das ist das Aufregendste. Das also Schallplattenüberspielung. Ja. Und zwar DMM, Direct Metal Mastering. Diese Maschinen sind ganz selten geworden, sind ja uralt. 60 Jahre, das ist die jüngste, die wir da haben. Neumann. Und es gibt kein Ersatzteil schon ewig nicht. Die müssen wir selber basteln. Ist das auch nicht auf dem The Bassface Trio? Ja, ja. Genau. Auf der Platte, oder ist das drauf? Ja, das ist öfter abgebildet. Die Maschine, gell? Wir blenden das mal hier ein, bekommen wir mit Sicherheit hin, dann seht ihr mal, wie so diese Maschine funktioniert. Im Übrigen eine mega gute Aufnahme. Ja. Ja. Auch die Pressung. Ja, ja. Ist ein Traumchen. Ja. Schön. Toller Schallplatte. Ja, und wir haben also diese drei Räume. Ach so, das ist ein digitalen Raum, den darf ich nicht vergessen. Da ist alles digital für entsprechende Tonträger oder Formate. Ja. Das macht da Musikwissenschaftler Hans-Jörg Mauksch, der sich mit diesen Materien sehr gut auskennt. Und in diesen drei Räumen haben wir drei verschiedene Abhören, ja, Lautsprecher, bewusst. Fangen wir im Studio an, da haben wir Strauss. Jürgen Strauss aus der Schweiz, mhm, ist also ein Begriff für Insider. Er macht also Lautsprecher kompromisslos und kompromisslos teuer. Und auch hässlich, kann man ruhig sagen. Also ja, schön. In einem deutschen Wohnzimmer würde... Entschuldigung, da kommt ein HiFi-Modell jetzt raus, das habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schöner ist, das HiFi-Modell Lautsprecher von Strauss. Aber die anderen soll sind genauso schon, aussehen, die sind anders abgestimmt. Also sie sind mausgrau, aber er hat so ein ganz besonderes Projekt da in der Schweiz, ne? Irgendwie so ein ganz besonderes Studio. Ja, 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 unser ja. Janik war mal da, und da haben wir schon drüber gequatscht. Das ist ganz toll, er hat also die Mittel bekommen von der Schweizer Regierung, mal so seinen Traum zu verwirklichen. Er hat also ein Studio gebaut, das die Wände, die natürlich berechnet alle sind, die Größen und so, ja, mit einer Tonmasse, also das, was uns so ein Töpfer nimmt, vielleicht etwas weicher, ich weiß es nicht, die Wände damit bespritzt hat. Extra eine Maschine, die ja solche, ich würde sagen, Hundehaufen macht, aber waagrecht, ne? Senkrecht dann. Okay. Und setzt solche Sterne irgendwie so dahin, und das ergibt eine Akustik, die ist traumhaft, die ist nämlich... so neutral, wie er sie haben wollte. Da passiert nichts, kein unerwollter Nachhall oder irgendwelche stehenden Wellen. Aber das Ganze ist so, dass da Musiker sich vermutlich nicht wohlfühlen. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist ein kahler Raum mit diesen Wänden, und du darfst auch nichts Großartiges hinhängen, du kannst da keine Spiegel hinstellen. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Also es ist nicht musikerfreundlich, wollen wir so sagen. Aber die Lautsprecher, wir durften ja vorhin da mal reinhören. Schon krass. Also das, also ich würde sagen, ein Arbeitstier, ne? Für ein Studio. Ja. Weil es ist vielleicht jetzt nicht, ich weiß nicht, ob es für jeden HiFi-Enthusiasten was wäre, weil sie sehr analytisch oder sehr wie so mit einem Skalpell geschnitten sind, aber es ist schon interessant. Also die Wiedergabe, ne? Zeigen wahrscheinlich wie so eine Lupe sehr viel auf. Sind jetzt hier beim Abhören von den Aufnahmen. Ja, von den Aufnahmen und von Mischen. Ja. Denn ich kann mir also da keine Kompromisse erlauben und sagen, also diese Aufnahme soll also nur für den etwas kommoden Heimgebrauch sein, soll schmusig klingen und so. Das kann ich nicht machen. Ich muss also das Beste geben, was möglich ist, und feststellen, welche Fehler da sind. Wo sind Resonanzen, wo sind stehende Wellen, wo ist irgendetwas, was nicht gut klingt. Ob es S-Laute sind oder sonst so. Und dazu braucht man dieses Werkzeug. Ja. Zu Hause würde mir wahrscheinlich so ein Gerät etwas aufregen. Und ich würde dann auch das dumme Gefühl haben, dass ich einen großen Prozentsatz meiner Aufnahmen, die ich gekauft habe, wegwerfen muss.
Weil sie so ehrlich sind. Weil sie sehr viel Anspruch an einen stellen, um es bewusst, man kann es nicht unbewusst machen. Ja. Du kannst nicht dann nebenbei Zeitung lesen. Ja, genau. Ja. Hätte ich auch gedacht. Das ja. geht nicht. Und dann haben wir den Raum für digital Formate. Da haben wir Bowers und Wilkins drin. Ja. Ich weiß nicht, wie die heißt, acht, nur sonst was. 802 oder 802. Diamant, zwei sonst ist was. 802. Ja. Die ist bewusst deshalb geht. Da, weil man davon ausgehen kann, dass in mittleren, gehobenen Hi-Fi-Kreisen diese Box durchaus stark vertreten ist. Auf jeden Fall, ja. Mehr als andere Marken, vermutlich, weiß ich nicht. Und in dem Discutting-Raum haben wir Tannoy. Das ist cool. Canterbury. Die ist, ein Schrank. Ja. Einen englischen Schrank. Ungefähr genauso schön wie die Strauß. Und die Chinesen mögen die übrigens. Die kaufen das Ding ungehört, weil es so schön ist. Okay. Also ich würde es, okay, wenn man... Passt nicht überall rein, aber ist schön. Ja, also... Aber man sagt den einen sehr guten Ton nach. Wir haben jetzt da oben nicht reingehört in dem Fall. Schade, könnt ihr auch mal machen. Es ist wunderbar. Es ist musikalisch, es verwöhnt. Ja. Es macht Spaß, mehr zu hören. Also zum langen Hören und eher entspannt. Ja. Und sagen wir mal, die Bowers & Wilkins ist dann noch ein bisschen schmuckloser, aber nicht so, dass man sagen kann, wie die Strauß oder sowas ähnlich ist. Das ist ein krasses Gegenspiel. So eine Mischung vielleicht von beiden. Ne? Ja, und dadurch haben wir jetzt also drei Möglichkeiten zu hören, das wir auch ausnutzen. Also wenn die Frage hier auftaucht, dass ein Kunde eine Bearbeitung haben möchte von seinem gemachten Master und kann sich nicht so richtig ausdrücken, was er eigentlich möchte so, und dann laden wir ihn ein und dann hören wir das auf drei verschiedenen Abhören, wo er denkt, dass sein Geschmack liegt. Und das kriegt er dann. Ne? Also der Kundenwunsch ist uns wichtiger in dem Falle als unsere eigene persönliche Meinung. Mhm. Und inzwischen sind die Leute, die heute ihre Aufnahmen machen, so selbstbewusst, dass sie sich sicher sind, die besten Aufnahmen der Welt gemacht zu haben. Aber früher anders. Das auch nochmal kurz zum Verständnis, weil das wahrscheinlich auch viele nicht so auf dem Schirm haben. Also der Unterschied, also ihr habt ja einerseits, wo wir jetzt in den Aufnahmeraum, aber ihr habt eben auch die Möglichkeit für bestehende Aufnahmen das Mastering anzubieten. Also entweder ein Remaster, also wenn schon mal ein Master früher entstanden ist, eine alte Elvis-Aufnahme oder so, dann könnte man die wieder aufhübschen quasi und modernisieren und dann eben entweder auf Schallplatte bringen, auf eine Mutter bringen von einer Pressung oder halt eben die Digitalvariante davon remastern. Und natürlich alles, was hier entsteht, wird bei euch auch selber gemastert, also was ihr selber aufnehmt. Ja, unbedingt. Genau. Und aber das ist keine große Tat, denn das sind meist nur Abstimmungen in Lautheit zwischen den Titeln. Denn ich kann mich nicht darauf konzentrieren, bei den Aufnahmen zu sagen, also Gottes Willen, du bist zu leise, das können wir später machen dann. Mhm. Und interessant sind halt eben die Formate im analogen Bereich. Und da haben wir die normale DMM-Überspielung, dann machen wir aber auch eine Überspielung auf Kupfer und tasten sie sofort ab. Das heißt, wir tasten mit einem extrem hochwertigen System und Tonarm die eben geschnittene Platte auf dem Teller der Überspielmaschine ab. Mhm. Digitalisieren sie mit dem besten AD-Wandler und das ist meiner Meinung nach Lavrie Gold und haben damit also ein digitales Format. Das kann beliebig sein, das könnte 96 Kilohertz oder 192. 192 ist ein schlechtes Beispiel, ist nämlich nicht gut. Und dieses digitale Format wird dann eben als SACD oder noch andere Formate CD gemacht. Nennt sich dann bei euch DMM? DMM, SACD. Oder SACD. Das heißt, an irgendeiner Stelle wird es dann nach als DSD gewandelt wieder? Also erst wird es dann wahrscheinlich im PCM... Nein, wir können beides. Also wir können also gleichzeitig der DSD wandeln von dieser Abtastung und auch gleichzeitig im PCM. Aber ich glaube, wir sind für die meisten zu schnell, um zu verstehen, was ist DMM. Ich glaube, wir müssen vorne anfangen. Ja. Aber das ist ja das Spannende eigentlich bei euch. Da sind wir heute Morgen reingekommen und dein Sohn saß gerade an der Maschine, also DMM, Direct Metal Mastering. Und erklär doch mal ganz kurz, was das überhaupt ist. Ja, das war mal eine Erfindung von der Teldec, von einem ganz bestimmten Menschen, der sagte, wir wollen die CD aufhalten, was ihm nicht ganz gelungen ist zu der Zeit. Und hat also danach etwas ersonnen, dass man nicht auf Lack überspielt, Nitrolack. Weil das sehr viele Nachteile hat eigentlich, kann man sich auch vorstellen. Und das DMM bedeutet Direct Metal Mastering, das heißt, es ist eine 0,8 mm Edelstahlscheibe mit 14 Zoll Durchmesser und darauf ist eine 1/10 dicke
Kupferschicht. Und das ist ein Reinkupfer, ein Reinstkupfer, das unglaublich weich ist, zum Unterschied zu den allerersten Anfängen, als diese DMM aufkam. Damals hatte man hartes Kupfer gehabt. Entsprechend war auch der Klang, und er war von Anfang an leider verschrien. Ja. Das, also DMM klingt immer hart. Und das ist natürlich vorbei, lange vorbei. Und das Handling war damals auch schwierig, die mussten tiefgekühlt sein und solche Sachen. Und dieses Format machen wir also gerne für die Leute, die sagen, ich will kein Platt, ich habe kein Platt, will keinen, aber ich will gerne diese Artefakte an der Schallplatte haben, an der Vinylplatte. Da gibt es sehr viele. Spirit, so. Ja. Ja. Und das funktioniert 100%, das klingt genauso. Das ist das Knistern drauf, das ist das Rauschen, wenn es überhaupt. Ja. Und es klingt auch genauso in Form von harmonischen oder nicht harmonischen Verzerrungen und solche Sachen. Das müssen wir uns nochmal anhören. Hast du da eine CD rumfliegen, die wir uns mal ausleihen dürfen? Ja. Das wäre spannend. Wir waren bei der Teldec in dem alten Gebäude damals. Haben wir auch schon mal einen Podcast erzählt, Janik und ich, wo wir in Kiel waren. Du warst auch schon mal drin, ne? Ich war auch schon mal drin, ja. Im alten noch Standort von dem Deutschen Schallplattenmuseum. Ja. Und das war cool. Und da haben die das erzählt. Die hatten noch Pressen, auch funktionierende Pressen noch. Sehr beeindruckend, dass sie damals von dem Kupfer genau das Problem hatten. Und, und heute musst du ja damit umgehen wie mit einem rohen Ei, ne? Also, wir haben das gesehen vom Schneiden, dann bei eurer Maschine oben von Neumann. Wie der Stichel dann reingegangen ist ins Kupfer und dann abgesaugt und so. Also das war schon sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend, Es ist auch sehr viel, was heißt sehr viel eigentlich auch nicht, für so, wenn man denkt, wie alt diese Maschine ist, Arbeit, dass die am Laufen zu halten. Es gibt keine Ersatzteile mehr, aber die Maschine ist so... wunderbar mechanisch gearbeitet. Mhm. Es wird unter 1000stel Toleranz eingehalten im Vorschub. Das ist heute kaum mit Präzisionsdrehbänken zu erreichen. Ja, ja. Und auch wie der Plattenteller aufschwimmt auf einer Ölmasse. Ja. Sobald er eingeschaltet ist, schwimmt er hoch, hat also keinen Kontakt zu irgendetwas. Ja. Also es sind so viele Ideen drin, die man mal sagen kann, es ist genial. Okay, da kam die CD dazwischen. Sonst wäre das Ding garantiert heute noch der Standard. Wir machen außerdem noch eine DMM Dub Plate. Das ist was ganz Besonderes. Die normale Folie, sagt man, für die Kupferscheibe ist 14 Zoll. Ist also größer, als die meisten Plattenspieler aufnehmen können. Normalerweise ist 12 Zoll die Scheibe. Und dann haben wir uns bei dem Werk, das diese Kupfer herstellt, durchgesetzt, dass sie uns auch 12 Zoll liefern. Was nicht einfach ist, weil die plan sein müssen. Der Effekt ist so, dass es wie ein Bimetall leicht konkav ist, was beim Plattenspieler bedeuten würde, das Ding schaukelt. Aber also man kann dann, durch Auswahl und Bearbeitung kann man wirklich plane Scheiben. 12 Zoll haben wir bekommen als einzige und überspielen jetzt ein Programm von uns. Wir sind jetzt bei Volume 2, Volume 3 kommt demnächst. Musik von unserem Label auf diese Kupferscheibe. Das ist ein Knüller. Die Kupferscheibe kann man abtasten wie eine normale. Sie hält sogar länger als eine Vinylscheibe. Okay. Weil die Abriebart eine ganz andere ist. Wir haben das Versuche gemacht, so mit automatisch wochenlang laufen lassen. So ein Ding wieder mit Wiederholung aufsetzen und so. Es gibt irgendwann, ich habe es vergessen, dass so viele Tausend oder Hunderten Abspielvorgängen einen ganz leichten Höhenverlust, den man aber nicht hören kann. Okay. Der ganz, ganz oben ist. Und diese Scheibe habe ich damals gemacht mit der Idee, dass das doch ein wunderbares Mittel wäre für die Hersteller von Pickups. Dass die endlich mal hören, was ihre Pickups können. Das ging in den Ofen, der Schuss, weil die sind gar nicht daran interessiert. Die wollen nicht wissen, was das Ding kann. Der Unterschied ist gigantisch zwischen einer Dubplate, also der Kupferabtastung, und einer vierfach, fünffach reproduzierten, wieder umgedrehten, galvanisch verhunzten und gepressten Schallplatte. Und dann sagt man, okay, wenn ihr nicht wollt, dann witte ich die an für ein teures Geld, nebenbei bemerkt. Das ist aber auch also gerechtfertigt, weil es sehr schwierig ist, diese Planscheiben herzustellen und weil es Unikate sind. Es ist ein Label dann draufgeklebt, da ist der glückliche Besitzer mit einer Nummer und der ist dann auch fast ewig geschützt, dass wenn was kaputt ist, stellen wir uns nicht dumm an. Wir hatten das große Glück,
Ich wollte es gerade sagen. Dass genau. Herr Böde von der Stereo mal bei uns damit eine Vorführung gemacht hat, unter anderem mit seiner Glas-CD. Er hatte so eine CD aus Glas und eben auch diesem, diesem Kupferstich, Knüller in Dosen, das Ding. Das ist nur ein, also nur einseitig beschriftet? Ja, geht ja. Weil der, genau, und deswegen auch, ja. Aber nur ganz kurz, auch damit das verstanden wird, also im Normalfall hast du, also man, ihr schneidet eine Aufnahme, die analogisiert ist, weil sie ja normal an einem Punkt gemixt digital wird, schneidet ihr direkt in diese Kupfer-Sache und daraus wird dann die, die erste Seite A und Seite B. Genau, also normalerweise wird das dann auf eine Mutter quasi gepresst erst und also negiert und dann wird es vervielfältigt. Und hier ist es halt so, man hat es direkt geschnitten ins Kupfer und man kann das Kupfer direkt abspielen. Ja. Also man hat einen Weg und spielt ab. Ja, und es gibt sonst viele Wege. Also es gibt viele Methoden. Ja. Je nach der Auflagengröße, wie viel das mal vernickelt wird, verzinnt wird, um da eine Länge Sicherheit zu haben, die im Regal steht. Das ist hier nicht der Fall. Das ist wirklich was für den, ja, für den begeisterten Liebhaber. Die Wegkrieger anschreiben, das ist wahnsinnig. Und man sieht mal, was in der Platte für Potenzial ist, wenn es gelänge, das weiterzureichen. Ja. Ein Teil würde weiterzureichen sein, wenn die Schallplattenherstellung etwas sensibler und besser wäre. Das geht. Es gibt auch in Amerika ein Presswerk, die können eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber es kostet auch sehr viel Geld, die Platten. Man könnte die Schallplattenqualität deutlich verbessern, war aber wohl nie im Sinne des Erfinders oder des Kunden, der damals ein billiges Produkt brauchte. Und vor allem jetzt auch im relativ überhitzten Markt, ne, nachdem ja wirklich alles irgendwie nochmal auf Vinyl gepresst wurde, was irgendwie ging. Da sind ja gigantische Mengen an schwarzen Scheiben in den Markt gedrückt worden. Ja. Und wie du dann sagst, ist dann vielleicht das letzte Quäntchen Qualität war nicht mehr ausschlaggebend dafür. Nee, aber es ist, wie gesagt, das ist eine kleine Nische und es ist nichts Großes. Ich weiß, wie viele wir verkauft haben. Das, ich weiß es auch nicht. Ist, also jedenfalls ein paar hundert sind es inzwischen. Krass. Was schon erstaunlich ist. Ja. Und die Leute warten auf die Nummer 3 dann schon und kaufen sich haben schon die ersten beiden. Und es muss augenscheinlich sehr viel Spaß machen, das Ding zu hören. Ja. Ich brauche so ein Ding. Also auch da müssen wir uns nachher noch... Ja, du kannst ja den kriegen. Also okay. Ich lasse ihn als Pfand hier. Ihr ich nehme ihn mit. Wir hatten eine Meinung bzw. einen Kommentar unter einem Video von Rainer Pohl von Technics und hat einer gefragt, ich lese es jetzt einfach mal kurz vor, dass mit dem Half-Speed-Mastering, das war nämlich die Aussage von Rainer Pohl, dass das einfach klanglich besser wäre, stellt er hier in Anführungszeichen und schreibt, überzeugt nicht jeden, da der Bassbereich im Pegel heruntergefahren werden muss, um die Rillenauslenkung bei tiefen Tönen im Zaum zu halten. Und diese Frage haben wir uns extra aufgehoben, weil wir sie nicht richtig beantworten konnten. Haben wir gedacht, wenn wir schon hier geballte Kompetenz vor uns sitzen haben, gehen wir die einfach mal weiter. Ja, also die, dass im Bassbereich etwas passiert, das ist wahr. Das hat der Mensch richtig gesagt. Man kann es aber auch messtechnisch betrachten. Es geht darum, ein Analogband, nicht an digitalen Träger, das kann man nicht half-speeden. Jedenfalls nicht, dass es gut klingt. Mit halber Geschwindigkeit in die Rille zu kriegen. Ja. Mhm. Das war seinerzeit mal eine Frage oder ob das geht, weil damals die Verstärker des Schneidverstärker zu gering war, die Leistung. Also die waren so 10 Watt, die Anfänge. Und diese 10 Watt mussten den Stichel bewegen und die Beschleunigung war bei 10 Watt nicht besonders. Heute hat man 650 Watt, also das ist vollkommen egal, was da passiert. Ja. Und da hat man sich gedacht, ja, wenn der Stichel jetzt doppelt so lange Zeit hätte, dann würde er das in Ruhe, diese Rille, tatsächlich formen können. Das ist wahr. Nur wenn man ein analoges Band tatsächlich auf halber Geschwindigkeit laufen lässt, zum Beispiel ein 38er auf 19, ändert sich vollkommen der Frequenzgang, vor allem im Bassbereich. Und wer das wirklich ernsthaft betreibt, der müsste eine Maschine ummessen, ein Tonbandgerät, dass dieser Bereich linearisiert wird. Das kann man. Aber das wird kaum jemand machen, weil das zu gering ist, der Bedarf, eine Maschine sich ins Lager zu stellen, die also eingemessen wurde auf Half-Speed. Okay.
Das haben viele dann so etwas so hingefummelt, indem sie einfach einen Equalizer, der meist dabei ist in seiner Maschine, einfach geknechtet haben. Mehr, okay. Weniger, breitbandiger, weniger. Mhm. Das ist so ungefähr klang wie das. Aber wie gesagt, die Zeiten sind vorbei. Man braucht nicht mehr Rücksicht zu nehmen, ob genug Leistung auf dem Stichel liegt. Mhm. Die liegt da drauf. Und das Thema ist dann auch bald beerdigt worden. Natürlich gibt es auch irgendwelche Leute, die das behaupten, das gibt ja alles, ne? Ja, klar. Dass die Erde eine Scheibe ist, so ist das. Passt ja dann zum Thema. Ja. Aber es gibt ja noch viel mehr dieser Themen und davon sind ja auch schon viele wahr. Jetzt ist aber einer dieser Themen natürlich zum Beispiel 180 Gramm Geschichte, die mittlerweile eigentlich so größtenteils abgeräumt wurde, würde ich sagen. Dass es klangverbessernd ist, ist wohl nicht erwiesen. Nein. Das sind keine Fälle. Ja. Muss ich vorstellen, die Presse, die Schaltpresse kann maximal einen bestimmten Druck erzielen, ja. Indem sie sich zerquetscht. Ich kann jetzt keine Zahlen nennen, ist nicht mein Gebiet. Ja. Und ich weiß nur, dass bei 180 Gramm ist diese Power, die das Ding runterdrückt, an der Grenze. Aber es gibt Maschinen, die können das gar nicht. Okay. Und dann ist ja auch noch die Sache, die wird ja erstmal geheizt, die Matrize, und dann wird sie plötzlich mit kaltem Wasser abgeschreckt, sonst wird sie sich gar nicht lösen. Mhm. Und man kann sich leicht vorstellen, dass eine dicke Scheibe mehr Zeit und Energie Spannung braucht, hat, ne? Um da durchzuhalten und durchzukühlen. Mhm. Also es gibt, die bessere Qualität wäre eindeutig eine leichtere Schallplatte zu machen, wo die liegt, bei 120 Gramm oder bei 80 oder so. Das ist eine Frage, liegt auch am Presswerk und an der Pressmasse. Hm. Jedenfalls okay. 180 ist eine Modeerscheinung. Okay. Macht in keinem Falle die Musik besser. Okay. Nicht okay. möglich. Was aber die Musik ja dann nachweislich besser machen kann, ist eben verschiedene Substanzen im Granulat. Ja. Weil wenn Kupfer anders klingt als Beispiel, oder also ist es ja schon so, das Material, auf das gepresst wird, macht einen Unterschied oder geschnitten wird. Ja, und da hat zu Recht, finde ich, die Umweltbehörden haben da gesagt, wir müssen einige Zutaten, die in dem Granulat sind, verbieten. Mhm. Was das nur alles war, ob das nun Blei war oder eine Ruß, ist nicht gefährlich. Aber jedenfalls sind da einige Sachen drin, die nicht so mit unserer Umwelt verträglich ist, sind. Auch nicht in der Herstellung. Also nicht, dass man das Ding essen müsste, um tot umzuwandeln, sondern es ist bereits in der Herstellung ist es schon fraglich. Ja. Und diese Dinger sind rausgenommen worden und es wird jetzt noch ein zweites Mal passieren, nach europäischem Recht, dass nochmal etwas daraus gezogen wird. Und das heißt also, das Grundgeräusch wird lauter, die Haltbarkeit, die Farbe, das Aussehen und so einige Sachen mehr. Also nicht zum Wohle des Klanges und der Optik. Dazu kann man stehen und sagt, das ist okay. Es ist Gott sei Dank gewendet worden, dass die Vinylplatte verboten wird, wie alle Vinylsachen. Vom Geschirr bis was weiß ich. Okay. Und aus dem einfachen Grunde, weil man Vinyl als Kulturgut eingestuft hat, Gott sei Dank. Haben wir Glück gehabt. Und das ist es ja auch. Und es ist ja auch Gottes Willen nicht so eine Menge, als Vinyl sonst woher gebraucht wird. Ich habe keine Zahl, das muss verschwindend gering sein, prozentual, was auf die Schallplatte drauf geht. Ja. Verständlich. Es gibt ja auch diesen Trick, ne, dass die daraus Schalen gemacht haben und so Obst reinlegen oder so. Das muss ja vielleicht nicht sein. Aber ansonsten. Ja, das so Essschalen. Aber jedenfalls die Menge ist in keinem Falle gerechtfertigt, eine Schallplatte zu verbieten. Ja. Das ist nicht wahr. Na, das muss man nicht. Schön. Ich habe immer noch so eine Frage für die Hörer, die schon öfters den Podcast gehört haben, wenn wir immer eine Persönlichkeit vor uns sitzen haben, die auch viel tagtäglich mit Musik zu tun haben, auf welcher Weise auch immer. Meine Frage, hörst du denn abends oder tagsüber noch Musik, also bewusst Musik? Also ich sag mal, wenn du jetzt hier von dem Mischpultsessel aufgestanden bist, nach 6 Stunden intensiven Hörens, denke ich mal eher nicht, aber... Ist die Motivation noch da, Musik zu hören? Nein, da bin ich ehrlich. Also ich werde mich abends nicht mehr ins Wohnzimmer setzen und die Musik, weder meine noch andere Musik hören. Das tue ich ganz intensiv beim Autofahren. Da macht mir das Spaß, das mit einer entsprechenden Anlage und wenn man die alleine ist, ein bisschen laut machen kann, hat man sehr viel Freude, dann sich das selber zusammenstellen. Das, ich würde keine Rundfunksender inzwischen fast keine hören. Ja. Das macht keinen Sinn. Aber Aufnahmen irgendwo, Podcast, Also das tue ich nicht, nein. Und da setze ich mich also lieber hin, wenn ich mal Muße bin und gucke mir irgendeine blöde Fernsehsendung an, entspanne ich mehr dabei. Es ist zwar sinnlos, aber es fördert dich in einer gewissen Weise. Man hört wahrscheinlich auch professionell, oder? Ständig. Also wenn man Musik hört, hört man wahrscheinlich. Das ist eine ganz schlimme Sache. Ja, oder? Ja. Und auch wenn wir so jetzt Aufnahmen bekommen, die entweder bearbeitet werden sollen oder überhaupt nur, dass ein Kunde anschleppt, diese Scheibe, so muss das aber klingen. Und dann hört man da rein,
also sagen wir mal als schlimmstes Beispiel Adele oder Adele, ich weiß nicht, wie sie sich ausspricht, da sind Clippings drin, die digitale Clippings, also über die 0 dBFS. Das heißt, das ist eine Todsünde. Ja. Das ist in der Fußgängerzone 30 mit 170. Das darf man einfach, die geht nicht. Und das hört man so schlimm. Und als ich das erste Mal gehört habe, die CD, dachte ich, das ist eine Fehlpressung, das kann nicht wahr sein. Ja. Und dann weiter geforscht, es ist wahr. Das Ding ist dadurch unglaublich aggressiv und laut. Ja. Und im Autoradio kann es sein, dass es alle Sender wegdrückt oder deine Oberbekleidung, keine Ahnung. Jedenfalls, es ist sinnlos, etwas zu tun, aber es wird gemacht. Was wollte ich eigentlich sagen? Oder was war die Frage? Also ich höre lieber diese Musik nicht, weil ich dann wirklich auf Fehler achten würde. Ja, 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 ja. Und das ist auch keine Fehler, die ich sage, das ist nur meine Meinung. Das ist einfach wahr. Wenn die Stimme zu leise ist, zu laut oder zu schrill das Ganze oder zu dumpf, dann ist es ein Fehler. Und das kannst du auf einer gesunden Abhöre, kannst du das sofort identifizieren. Du kannst es logischerweise mit deinem Gehör. Und da ist die gute Nachricht, vielleicht interessiert auch noch jemanden, auch mit zunehmendem Alter, was mich auch hin und wieder beeinflusst, du hast einen normalen Höhenverlust in deinem Gehör, wenn er nicht krankhaft ist, sondern normal. Ja. Dass du langsam so auf die 12 Kilo und so weiter hinrutscht. Das ist aber nicht tragisch. Komischerweise ist unser Gehirn in der Lage, zu einem Grundton die Obertöne selber zu erfinden oder generieren. Kann ich mal sagen. Ja, ja. Das heißt, du hörst also ein Instrument, eine angeschlagene Stahlseite und du hörst alles, es ist voller Genuss und du hörst es auch, du siehst es auf dem Messgerät, es ist da, was du hörst. Das hat das Gehirn gemacht. Also nicht deine Membran, die du im Ohr hast. Du kannst also uralt werden, also uralt, ich weiß nicht, 120 vielleicht nicht, aber... Das sehen wir ja dann. Dann treffen wir uns nochmal. Genau. So. Dann kannst du das ja nochmal verifizieren. Dann bringt ihr den Kuchen mit. Ja. So, auf jeden Fall. Aber ich finde, das ist doch ein wunderschönes und beruhigendes Schlusswort zu sagen. Absolut. Weil das ist ja oft ein Thema. Egal, ne? Dass wie alt du bist, ja, ich höre das nicht mehr, das macht keinen Sinn mehr. Und das ich auch wirklich gar nicht sagen. Also eine Hörerfahrung ist viel wert. Und der Genuss stellt sich genauso ein. Und ich finde auch, man muss ja fairerweise sagen, jeder Einzelne, also jeder hört ja mit seinen eigenen Ohren. Ja. Und man kann ja gar nicht in die Rolle eines anderen schlüpfen. Deswegen ist es ja immer sein Gehör. Und deswegen ändert es sich ja super, erstens langsam über die Zeit. Und das Gehirn hat ja viel Zeit, sich immer daran anzupassen. Deswegen gibt es ja kein richtig und kein falsch. Nein. Und kein absolut. Ist auch nicht mit messtechnisch dabei. Wenn man den Versuch gemacht hat, kann man es sehr gut wiederholen. Also wenn du einen Menschen findest, der, sagen wir mal, 10 Kilo hört. Ja. Und das kannst du dir nachmessen lassen beim Urologen. Und dass der Kerl nur 10 Kilo hört. Mehr nicht, garantiert nicht mehr. Ja. Und du hast einen Hochtöner in einem Lautsprecher, der, sagen wir mal, anfängt ab 16 Kilo, um mal einen Namen, eine Marke zu nennen, und lässt die Musik laufen, schaltest den ab. Dann müsst ihr doch nach aller Erfahrung der Typ gar nichts merken. Nichts merken davon, genau. Ja. Aber der springt auf und ist sauer. Ja. Und das ist bei diesen super Hochtönern, zum Beispiel von ELAC, auch so bei diesen 4Pi. Machen wir noch eine schnelle Runde Musik, weil uns läuft ein bisschen die Zeit weg. Ja, okay. Dann anfangen? Wie beim letzten Mal auch. Gerne. Ich hatte ja was eher Poppiges. Auch das war der zweite Song. Ihr erinnert euch, ich saß in den Alpen, hab geguckt. Es gab ein zweites helles und das lief im Hintergrund. Und das war Teddy Swims. Und zwar Lose Control in der Piano-Version. Okay. Sehr schön. Ich habe Freier Ridings. Lost Without You geht um Verlust. Ein sehr trauriges Lied, aber sehr schön. Ja, muss noch nicht die Taschentücher holen. Ne? Ja. Hast du noch einen Song, den du nennen möchtest? Aus deinem großen Portfolio vielleicht? Der Jun Corazas ist eigentlich mein derzeitiger Liebling. Ich habe ihn schon genannt. Ja. Und sonst eigentlich alles, was wir hier machen, ist ja augenscheinlich auf unseren auf unseren Bedarf zugeschnitten. Ja, also Sinn, ja. Es muss also bei allem etwas sein, und was man mag. Und das ist unterschiedlich natürlich. Bei mir ist der Text das Wichtigste, bei mir ist die Musik oder irgendetwas. Also das kann man so nicht sagen. Es gibt nur Sachen, die ich nicht hören würde. Aber das hat jeder seine Folie. Ja, schön. Mit diesen Worten vielen, vielen Dank, lieber Günther. Tausend Dank. Für
den wirklich warmen, herzlichen Empfang heute über den ganzen Tag, auch die Zeit, die ihr euch genommen habt, dass Peter sogar noch in Bekleidung einspielen durfte. Oder ja, war es umgekehrt? Ich bin nicht ganz sicher. Ich bin nur in Bekleidung, ja. Wir bereiten gerade deinen Vertrag vor, einen Künstlervertrag. Sechs Seiten. Sechs Seiten. Ist sehr schön. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau. Bleibt dran, abonniert den Kanal und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. But she burns like rum on a fire, hot and fast and angry as she can be. I walk my days on a wire. It looks ugly, but it's clean. Oh mama, don't fuss over me. Shows me I'm hers and she's mine. Open hand or close fist will be fine. Love is rare and sweet as cherry wine. Calls of guilty thrown at me, always she stains the sheets of some other. Like she throws with the arm of her brother. But I want it, it's a crime, as she's not around most of the time. The way she shows me I'm hers and she's mine. Open hand or close fist will be fine. The blood is red, sweet as cherry wine. Fear in fire is folly. Oh, but she loves like sleep to the freezing. Sweet and right and merciful, I'm all but washed, the tide of her breathing. And it's worth it, it's divine, that I have some in most of the time. The way she shows me and she's mine.